Trimax mit dabei, wer noch? Umatra, Chef Strobel, Tanzerbude. Reeft, Simon Unge, ASMR, Janina, Nu, Revi ist am Start, Julian ist am Start. Und das wird wirklich wild, das wird wirklich einfach geil. Let it rip, rein in die Bowl. Passt auf, ich habe nämlich eine Idee, Drew. Und zwar machen wir jetzt eine Ankündigung, okay? Okay. Und zwar schauen wir uns jetzt das Beyblade Championship von 2012 an, okay? Okay. Ich übertrage dir das hier, okay, bei Discord. Und in der Zwischenzeit erzählen wir euch, was wir vorhaben. Leute, Julian, Bam und ich. Kannst du mich Julian nennen? Also Julian, und Julian reicht. Julian, Bam und ich haben zusammen Folgendes geplant. Wir planen das Epischste. Jetzt musst du einsteigen. Also ich sag das Epischste, sagst du das Nächste. Das Epischste. Epischste. Krasseste. Überepischste. Heftigste. Wir machen morgen Abend ein richtig fettes Beyblade-Turnier, meine Freunde. Es geht um 2000 Euro für den guten Zweck. Julian und ich tun insgesamt, glaube ich, jeweils 400 Euro. Die anderen haben sich für 100 Euro eingekauft und dann wird um die Wette gerippt. Wir haben übertrieben geil. Wir haben so viele verschiedene Beyblades am Start. Holy wir haben Beyblades mit verschiedenen Ringen, die wir zusammensetzen. Wir haben Beyblades, die können explodieren. Das ist eine neue Meta, Digga. Morgen Abend um 18 Uhr mit dabei. Ju, wer ist mit dabei? Trimax ist mit dabei. Ju hat aufgelegt. Okay. Ju, wer ist mit dabei? Trimax ist mit dabei. Wer noch? Genau. Umatra ist dabei. Chef Strobel ist dabei. Tanzerbode ist mit dabei. Reeft. Ja. Simon Unge. Ja. Reeves. Ja. ASMR. Janina ist am Start. Gnu ist am Start. Ja. Revi ist am Start. Mhm. Julian ist am Start. Das sind beide wir. Rezo ist am Start. Julian Bam meinst du, ne? Ist am Start. Und die 257er sind am Start. Richtig. Den wir gestern oder vorgestern noch geschrieben haben auf Instagram. Guck mal hier. Und das sind unsere Beyblades, die wir hier quasi haben. Wir haben hier so verschiedene Beyblades. Das siehst du gerade nicht, ne? Wir haben halt hier quasi alles mit am Stand. Ich mit Unterteil, Oberteil und verschiedenen Ringen halt. Und wir machen es folgenderweise. Wir packen alle Beyblades zusammen in die Box. Und dann wird random ausgelost, wer welchen bekommt. Das heißt, jeder kriegt ein random Beyblade zugewiesen. Und dann machen wir einen Turnierbaum mit verschiedenen Battles bis hin zu den 2000 Euro. Morgen Abend um 18 Uhr geht's los. Ju und ich haben sogar gesagt, dass wir uns einen Anzug anziehen. Das wird wild. Das wird wild. Das ist deine Idee gewesen. Und ja. Ich mache einfach mit. Ja, ist by the way, nice. Diese Beyblades bestehen aus drei verschiedenen Teilen. Das heißt, wir setzen die immer zusammen, wenn wir ausgelost haben, wer gerade dran ist. Und dann hat jeder sein individuelles Beyblade. Richtig. Übersick. Und jeder hat eine eigene Farbe und so. Das ist richtig nice. Ja, das wird sick werden. Das wird wirklich, glaube ich, ganz geil. Vor allen Dingen, wenn ihr, also das Ding ist, ich weiß doch halt, ich habe mal ein Beyblade gegen meine Zähne bekommen. Das ist meine Erinnerung. Ja, ich hatte auch die Bowl, die Arena hatte ich auch, Digga. Es war so geil alles, Digga. Es war so das geil. Das ist richtig geil, richtig nostalgisch. Ja. Und wir haben Beyblades, die können auch so explodieren. Die haben so einen Mechanismus, als das springen. Ja, diese Burst Strikes, genau. Das heißt, Es kann sogar sein, dass so ein Ding einfach mal, das sind nämlich hier, so ein Mechanismus drin, die kann man wieder zusammensetzen, so keine Sorge, ne? Die sind dann nicht kaputt. Wenn man dann gegeneinander klatscht, dass die auseinanderspringen und sowas. Unge ist auch mit dabei. Also wir rippen die quasi für Leute so, let it rip, rein in die Bowl und ja, der Turnierbaum wird ausgelost, ne? Und ja. Wir machen das bei mir hier in Köln. Gestreamt wird das morgen bei Julian Bam und bei mir am Kanal. Das wird extrem geil. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier ganz kurz an, wie sowas ablaufen kann. Guck mal hier, Digga. Die sind halt so richtig tryhard. Siehst du das? Die haben so Handschuhe und so. Guck mal, Ju. Aber die sind ein bisschen Profis, ne? Aber wir werden das morgen wirklich, ne? Also, wenn du und ich, wenn wir beide dran sind, werden auch zwei andere Leute unsere Beyblades rippen. Hier, ne? Ja. Initiieren. Also treffen uns auch morgen schon relativ früh. Wir üben natürlich noch mal ein bisschen, weil ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. Digga, guck mal, wie geil das aussieht, wenn die sich... Also wir haben auch verschiedene Kamerasetups und so. Und das finde ich halt so geil, weil die kreisen manchmal so 30 Sekunden um sich herum und so weiter und so fort. Und dann, batsch, bouncen die voneinander weg und sowas. By the way, was auch noch mal sehr oft passiert bei einem Beyblade Battle, ist, dass beide fast genau zur selben Zeit aufhören. Das heißt, wir haben noch mal morgen zwei Schiris, die das ganz klar begutachten. Unabhängig? Und dann halt eine faire Entscheidung treffen werden. Das heißt, wir haben an alles gedacht bis jetzt, aber werden, wie du schon gesagt hast, morgen auf jeden Fall nochmal testen. Das heißt, wird fett. Ja, 18 Uhr geht's los, oder? 18 Uhr geht's los, genau. 18 Uhr fangen wir morgen an und es wird extrem wild. Ich freue mich so, weil es ist halt, ich habe die Arenen noch gar nicht gesehen, die Bowls, aber wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Es wird einfach eine geile Sache so. Das Ding ist halt, dadurch, dass jeder einen random Kreisel zugewiesen bekommt, wisst ihr, was ich meine? Kann es halt sein, dass jemand einen ultra starken Attack-Ring beispielsweise drauf hat, aber halt in der Verteidigung super wack ist oder so. Oder der Kreisel halt super leicht ist und dadurch extrem
extrem länger sich drehen kann, wenn er aber kassiert hat, aus der Arena fliegt und so weiter und so fort. Es ist halt wirklich komplett random. Wir benutzen die neuen Beyblades von Hasbro, die originalen halt, und es wird wirklich wild, es wird wirklich einfach geil. Wenn euch das gefällt, was wir morgen so machen, ne, dann kann man das auf jeden Fall nochmal größer starten. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Testlauf einfach, weil wir beide zur selben Zeit Bock drauf hatten. Ja. Geil. Also ich fühle es halt so, ne? Ich fühle es halt so. Ich fände es auch geil, wenn so ein Drache aus dem Beyblade rauskommt morgen. Kann ja passieren, ne? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Wir wollen so ein bisschen, wie gesagt, wir holen morgen noch eine Nebelmaschine und so, machen ein bisschen Licht und so, richten das hier unten ein bisschen mystisch ein und so. Nicht zu krass, so ein bisschen, es soll immer noch chillig werden. Ne, aber es soll halt ein geiler Homestream werden und, ganz wichtig, wir lassen uns natürlich alle vorher Corona testen. Ju hat einen Mitarbeiter da, der hat Corona-Test dabei, der hat das schon gemacht und hat da irgendwie eine Schulung zu gehabt, weiß, wie das geht, und wir werden uns morgen richtig schön die Stäbchen reindrücken. Also das ist auch alles safe, ne? Wie spielt Unge mit? Leute, die kommen nicht alle hier hin. Die kommen nicht alle hier hin. Also die Leute kaufen sich quasi mitten im Beyblade ein, das ist wie bei einem Booster-Pack, versteht ihr, was ich meine? Also wir rippen die für die, ne? Wir üben aber so, dass das morgen auch alles klappt. Keine Sorge. Geiler wäre es halt, sowas mal zu machen, wo alle Leute sich treffen, ne? Das wäre super sick und jeder steuert seinen eigenen halt. Das wäre noch krasser, aber zu Corona-Zeiten einfach nicht die richtige Message. Ja, richtig. Können wir leider nicht machen halt, ne? Wir haben halt auch tatsächlich morgen verschiedene Arenen sogar am Start, ne? Das wird sehr, sehr wild. Wir haben zwei verschiedene, aber wahrscheinlich werden wir eine Main-Arena haben. Ihr werdet morgen sehen, für uns ist es auch das erste Mal, auch wenn wir uns vorbereiten, ist trotzdem bleibt es das erste, ist es wie gesagt das erste Mal. Mhm. Und ausbaufähig ist es halt auch. Definitiv so, ne? Der Gewinner bekommt die 2000 Euro und darf dir dann spenden, wohin er möchte. So machen wir es halt. Das ist die Entscheidung des Gewinners, wohin er spendet. Wird geil, ey, ich hab Bock. Ich hab auch richtig Bock, Digga. Die Nostalgie, wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie die Dinger rippen, guck mal. Oh ja, Mann. Auch hier, psch, der Move, dass der Arm da noch so gestreckt bleibt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Guck mal, er prayt richtig. Siehst du das? Ey, das sind wir beide einfach in Jung. Ja, ne? Wirklich jetzt? Das ist echt so. Oh mein Gott. Wer dreht sich länger? Nein! Wir haben natürlich auch noch Live-Regie, ne? Das heißt, die Kamera wird immer hin und her geswitcht, auch sehr sick. Ey, Junge, wie die da rumfatzen, die Kreise. Und dann immer das Geräusch, Digga. ASMR pur, oder? Guck mal, wie der andere den umtänzelt. Oh mein Gott, der hat aber seine perfekte Mitte gefunden. Der ist sowas von schneller. Und wir werden auch natürlich immer so immer einblenden, wer gerade dran ist natürlich. Ja. Ne? Alles schön. Also nochmal, wir sind keine Profis, für uns das ist ein Hobby-Ding, weil wir früher damit immer gezockt haben so. Weil wir das halt gefühlt haben. Ich finde diesen ganzen Retro-Vibe, boah, was, Digga, was für eine Zerstörung. So geil. Ja, ist halt einfach funny, glaube ich, ne? Boah, ich glaube, es werden sich auch Leute, also wir werden ein, zwei Mal choken, das ist klar, ne? Mhm. Und dann werden sie sich beschweren. Oh, ich einfach wieder Bock mit Beyblade zu spielen auch einfach, ne? Mhm. Geil. Wir werden es auch so machen, dass die, weil am Anfang haben wir ja sehr viele Runden, ne? Es sind ja 16 Teilnehmer. Das heißt, am Anfang werden es immer so 3 sein und zum Finale hin werden es halt immer mehr Runden sein. Das heißt, so im Finale werden dann 9 Runden quasi gespielt. Weil so eine Runde kann halt mal 10 Sekunden dauern oder auch mal 30. Ne? Das ist halt das Ding, das geht ja wirklich relativ schnell. Genau. Und Ersatzbänder haben wir haben auf jeden Fall mehr als genug Ersatzbänder. Definitiv, wir haben alles da. Oh, guck mal, wilde Arena, Digga, mit den Schaufeln. Siehst du das? Mhm. Und dann mich haben auch so viele Leute auf Instagram angeschrieben. Boah, pure Nostalgie. Ja. Das ist cool. Oh, Digga, dieser Sound, wenn die beiden Metallringe aufeinander knallen. Ding, ding, ding. Ah. Wir brauchen auch so coole Moves. Ah, er fühlt richtig mit, das fühle ich aber. Das Ding ist halt, wir möchten halt am liebsten es halt so machen, dass jeder Streamer dann vielleicht zum nächsten Mal seinen eigenen Ballett quasi zusammenbaut und uns zuschickt oder sowas. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre halt am krassesten. Das wäre wirklich am geilsten. Stellt euch vor, jeder Streamer baut seinen eigenen Kreise zusammen mit Attack- und Verteidigungsringen und Gewichten und sowas vielleicht sogar. Das wäre halt so wild, Alter. Also nur wir zwei, wir treffen sich zu 20. Nein, das wäre unverantwortlich. Das können wir nicht machen. Ich würde sagen, so viel dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es wird sehr, 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 sehr geil. Ich habe extrem Bock drauf, Chat. Ja, Mann, Digga. 18 Uhr, ne? 18 Uhr morgen geht's los. 18 Uhr geht's morgen los. Ich freue mich drauf. Küsschen. Du musst jetzt weiter, glaube ich, ne? Ich muss weiter, ja. Du musst weiter ins Meeting. Weiter. Okay, danke, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Und wir hören uns morgen, mein gutes Star. Mach's gut, bis morgen 13 Uhr. Yes. Küsschen. Ciao.